und polnischen Diplomaten gelungen, die vorübergehende Entfernung Oberschlesiens aus der Zuständigkeit seines deutschen Erzbischofs Adolf Bertram zu erreichen. Auch ernannte der Vatikan Monsignore Achille Ratti, den päpstlichen Nuntius in Warschau, zum Beauftragten der Kirche für die polnisch-deutschen Volksabstimmungen. Besser bekannt wurde Achille Ratti, nachdem er am 6. Februar 1922 als Papst Pius XI. Zum Oberhaupt der katholischen Christen gewählt worden war. Da Bertram Deutscher war und Achille Ratti mit der polnischen Sache sympathisierte, führte diese Entscheidung dazu, dass der mehrheitlich pro-polnische Klerus ab dann mehr oder weniger jede Zurückhaltung ablegte. Die lokalen deutschen Behörden immer wieder konfrontiert mit den blutigen Taten der korfantischen Terrororganisation, gaben sich alle Mühe, die interalliierte Kommission durch flammende Proteste zu überzeugen, wurden aber irgendwann nicht mehr ernst genommen. Erst als in Ratibor der italienische Stadtkommandant eine von deutscher Seite lamoyante Darlegung der polnischen Übergriffe mit den Worten abbrach: "Ich kann Ihnen doch die Gewehre nicht persönlich laden", begriff man auch in Oberschlesien, dass es noch andere Mittel gab als Proteste und Klagen. Am 17. August 1920 ging das polnische Abstimmungskommissariat in Katowice in Flammen auf. Dem vorausgegangen war eine falsche deutsche Zeitungsnachricht. Danach stünde im Zuge des von Polen angezettelten polnisch-sowjetischen Krieges die Eroberung der Stadt durch siegreiche sowjetische Truppen kurz bevor. Hintergrund dieses mit einem Überfall auf Litauen und Sowjetrussland begonnenen Krieges war die polnische Absicht, den historischen Grenzverlauf von 1772 im Osten wiederherzustellen und eine osteuropäische Konföderation unter polnischer Führung zu schaffen. Aufgrund dieser Falschmeldung kam es durch pro-deutsche Gruppen zu Plünderungen von polnischen Geschäften, die am 19. August zum Ausbruch des sogenannten Zweiten Polnischen Aufstandes führten. Die sogenannten Hajok-Banden übten in vielen Orten blutigen Terror aus, dem die deutsche Bevölkerung zunächst oft ungeschützt ausgesetzt war. Pro-polnische Gruppen brannten 14 Häuser in dem damals seit 150 Jahren ausschließlich von deutschen Protestanten bewohnten Dorf Anhalt nieder und nahe der kleinen Ortschaft Josefstal bei Leopoldsdorf wurden bei einem Überfall 10 Erntearbeiter getötet. Frankreich, das sich über die Hälfte der Posten von Distriktkontrolleuren gesichert hatte, ließ die Polen es gewähren, löste sogar die deutschgesinnte Sicherheitspolizei SIPO auf und ersetzte sie mit der neu geschaffenen Abstimmungspolizei APO, in der ganze Formationen der geheimen polnischen Militärorganisation eingereiht wurden. Auch wurden mehrfach deutsche Selbstschutzeinheiten entwaffnet. Versteckt unterstützt wurde der deutsche Selbstschutz Oberschlesien, kurz SSOS, von der deutschen Regierung unter Reichskanzler Josef Wirth, während sie der Freikorpsbewegung ablehnend gegenüberstand. Aber nun griff eine weitere deutsche Gruppe in diese Kämpfe ein. Die von Breslau aus geleitete sogenannte Spezialpolizei des 21 Jahre alten Heinz-Oskar Hauenstein. Dessen Geheimorganisation beantwortete den Terror der Gegenseite mit ebensolchem Terror. Darüber hinaus führte er einen verdeckten Feme-Krieg gegen Personen im Verdacht, entweder in polnischen Diensten zu stehen oder Verräter zu sein. Die Zahl der so zu Tode gekommenen soll bis zu 200 Männer betragen haben. Auf beiden Seiten gab man sich keine Gnade, Gefangene wurden nicht gemacht und die von Polen und Deutschen begangenen Morde wurden teilweise mit besonderer Grausamkeit ausgeführt. Man kann aber heute davon ausgehen, dass diese auf deutscher Seite durchgeführten Abwehrmaßnahmen mit Wissen und Billigung, angeblich sogar auf Befehl des zuständigen Staatskommissars für Oberschlesien beim Oberpräsidium in Breslau, Karl Spieker von der Zentrumspartei, hier 1948, durchgeführt wurden. Dafür spricht einiges. So war die Stoßtruppschule Liegnitz mit preußischen Regierungsgeldern aufgestellt worden. Und nach späteren Aussagen hatte Spieker in seiner Eigenschaft als Vertreter des Staatssekretärs im preußischen Staatsministerium, Robert Weismann,
nicht nur die Spezialpolizei Hauensteins unterstanden, sondern Spieker habe persönlich die Spezialpolizisten über einen engen Mitarbeiter, Dr. Hobus, mit Informationen über vermeintliche Verräter informiert und nach jeder erfolgreichen FEMA-Arbeit mit Handschlag und Dank begrüßt. 1928, 8 Jahre nach einer Tat, fand der Prozess gegen einen 1920 vom ehemaligen Freikorps Rossbach-Mitglied Edmund Heines begangenen sogenannten FEME-Mord statt, bei dem ein mutmaßlicher Verräter von Waffenverstecken an die Behörden erschossen worden war. Die rechtsstehende Presse vermutete damals, auch wegen der ungewöhnlich langen Dauer von 8 Jahren zwischen Tat und Prozess, dass dieser Prozess publikumswirksam nur inszeniert worden war, um von dem die Weimarer Republik erschütternden Kutiska- und Barmatz-Skandal abzulenken, bei dem verschiedene Zentrums- und SPD-Politiker wegen Korruptionsverdacht stark in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit getreten waren. In diesem Prozess hatte Hauenstein als Zeuge ausgesagt, seine Organisation habe im Einverständnis mit Spieker rund 200 deutsche Verräter gerichtet. Obwohl einiges dafür sprach, stritt Spieker, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der CDU zu finden war, alles ab. Dabei hätte er alleine feststellen können, dass die Beseitigung, sprich Ermordung von echten oder vermeintlichen polnischen Spitzeln in der Schwarzen Reichswehr, die unmittelbare Folge der von ihm geduldeten und geförderten Selbstjustiz auf oberschlesischem Boden gewesen war. Ein gegen ihn eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen Anstiftung zum Mord wurde am 4. September 1929 eingestellt. Am 21. Februar 1921 erfolgte die demonstrative Veröffentlichung der französisch-polnischen Militärallianz, die sich erklärtermaßen sowohl auf mögliche Bedrohungen von Sowjetrussland oder auch Deutschland richtete. Diese Konvention war eng verbunden mit dem französisch-tschechoslowakischen Bündnis und sollte Deutschland davon abhalten, eventuelle Ansprüche auf ihnen weggenommenes Territorium mit Gewalt zurückzuholen, was bei einer vertraglich festgelegten Stärke von 100.000 deutschen Soldaten ohne Luftwaffe, ohne schwere Waffen und ohne Wehrpflicht eine leicht zu durchschauende Zweckerklärung war. Am 7. März 1921, während der sich mit den Reparationsfragen beschäftigenden Londoner Konferenz, legte die deutsche Vertretung unter dem zweifellos intelligenten, aber den politischen Intrigen der Entente kaum gewachsenen, parteilosen Außenminister Walter Simons einen Gegenvorschlag zu den von den Siegern geforderten Milliarden vor. Nachdem sein Vorschlag abgelehnt worden war, ließen Großbritannien und Frankreich einen Tag später zur Gefügigmachung der deutschen Delegation am 8. März ihre Panzerwagen in Düsseldorf und Duisburg einrollen. Das Bild zeigt eine Szene während der nächsten großen Ruhrbesetzung durch Frankreich und Belgien vom 11. Januar 1923 bis zum 25. August 1925. Wie bereits erwähnt, hatte am 20. März 1921 die oberschlesische Bevölkerung abgestimmt und sich mit 2/3 Mehrheit für das Verbleiben im Reich entschieden. Nach den Satzungen des Versailler Vertrages hätte also ganz Oberschlesien an Deutschland zurückfallen müssen. Doch in Paris erschien Korfanty und erwirkte sich, wie er selbst später zugab, die Erlaubnis zum entscheidenden Angriff. Dann rollten von Warschau aus die Haller Legionäre mit voller Bewaffnung gegen die deutsche Grenze hin ab. Parallel zum Vormarsch der Haller Regimenter war in Oberschlesien pünktlich zum 3. Mai, Polens Nationalfeiertag, um 2 Uhr morgens der dritte Aufstand ausgebrochen. Er dauerte bis zum 5. Juli und forderte bis zu 3000 Opfer, unzählige Verletzte und große Zerstörung. Unmittelbare Ursache war die Ablehnung des britischen italienischen Gebietsaufteilungsvorschlages, genannt nach dem Briten Harold Percival und dem Italiener Alberto de Marinis, die Percival-de Marinis-Linie durch die pro-polnische Seite. Diese Linie hatte für Polen etwa ein Viertel des Abstimmungsbezirkes mit 21% der Gesamtbevölkerung vorgesehen. Während das wertvolle Industrierevier mit den deutsch dominierten Städten unzerteilt erhalten bleiben sollte.
Beiden Seiten sollten diejenigen Kreise Oberschlesiens zugesprochen werden, in denen die jeweils ethnisch-nationalen Verhältnisse am klarsten waren. Da dieser Vorschlag aber nicht den Interessen Frankreichs entsprach, lehnten sie ihn ab. Daraufhin kam es im Oktober 1921 zur nach dem italienischen Botschafter in Paris benannten Sforza-Linie, die französischen Vorstellungen entsprach. Zurück in den Mai. Dort war am 4. in Berlin die Regierung Simons-Fehrenbach zurückgetreten und hatte dem Kabinett Wirth-Rathenau Platz gemacht. Der geschäftsführende Reichskanzler, der 68-jährige Dr. Konstantin Fehrenbach von der Zentrumspartei, berichtete im Reichstag über Anzeichen einer Mobilmachung in Polen und deutete den Einsatz der Reichswehr in Oberschlesien an. Öffentlich distanzierte sich die schwache Reichsregierung von den nach dem Aufstandsbeginn neu gebildeten oder reorganisierten Freikorpsverbänden. In London hatte Lloyd George am 5. Mai das Reparationsultimatum ausgesprochen und Deutschland eine letzte Frist gewährt, sonst würde die Besetzung der Kohlegebiete der Ruhr drohen. Aber davon erfuhren die wenigsten Oberschlesier etwas, denn ab dem 3. Mai hatten im ersten Ansturm 30.000 gut bewaffnete Freischaler mit regulärer polnischer Infanterie ganz Oberschlesien rechts der Oder überrannt. Bereits am 5. Mai hatten die Insurgenten eine Front erreicht, die von Oderberg längs der Oder bis Krappitz reichte, von hier bis Malapane-Rosenberg bis nach Landsberg ging, ohne allerdings die großen Industriestädte mit einzuschließen. Sie verbreiteten Terror, sprengten Oderbrücken, die in Richtung Deutschland führten, und brannten Häuser ab. Es wurde gemordet, gefoltert und unter Mordandrohungen geplündert. Als diese vom offiziellen Polen unterstützten Ereignisse der Interalliierten Kommission unter Vorsitz des Italieners Armando de Marinis bekannt geworden waren, beschloss der General, die Abstimmungspolizei um 3.000 Mann zu verstärken und die Bildung eines deutschen Selbstschutzes stillschweigend zu dulden. Was aber die polnischen Terrormaßnahmen betrafen, so waren diese einmal mehr von Frankreich geduldet worden. Verbrüderungen polnischer und französischer Soldaten waren an der Tagesordnung. Nur die ebenfalls als Puffer eingesetzten italienischen Verbände hatten sich im Raum Ratibor den polnischen Insurgenten gegenübergestellt und hatten dafür mit 19 Gefallenen und 34 Verwundeten bezahlt. Darüber hinaus bemerkenswert ist, dass von nun an manche deutsche Gegenwehraktion mit der Unterstützung italienischer und britischer Truppen durchgeführt wurde. Allerdings konnten die wenigen deutschen Verbände die rund 80 Kilometer lange Linie Krappitz-Großstrelitz-Kreuzburg nur mühsam halten. In Warschau läuteten am Abend die Siegesglocken. Korfanty nahm die Glückwünsche der Franzosen entgegen. Sogenannte fliegende Feldgerichte verhängten in seinem Namen Todesurteile gegen Deutsche. Ein Mann mit dem Decknamen Novina d'Oliva übernahm den Oberbefehl über die 60.000 Mann zählende Armee der polnisch-autonomen Republik Oberschlesien. Novina d'Oliva? Dieser Mann war niemand anderes als der ehemalige königlich-preußische Oberleutnant des Garde-Leib-Kürassier-Regiments Großer Kurfürst, Schlesisches Nummer 1 in Breslau, der katholische Matthias Graf von Brzezowo-Milczynski von 1903 bis Januar 1914 Mitglied des Deutschen Reichstages. Seine Familie war eine der reichsten in Großpolen. Er hatte sein Mandat nur deshalb niederlegen müssen, weil er seine Ehefrau und seinen Neffen aufgrund einer ehebrecherischen Beziehung erschossen hatte und unter Mordanklage gestellt worden war. Jetzt gehörte er auch zu denjenigen, die das Land verrieten, dem sie einst den Fahneneid geleistet hatten. Und während die deutsche Regierung in Berlin sich weiterhin um Belanglosigkeiten stritten, verbluteten in Oberschlesien deutschstämmige Oberschlesier oder deutsche Polizisten unter den Augen der gelangweilt wegsehenden Franzosen. Am 8. Mai drohte Korfanty der Reichsregierung mit dem Vortragen des Angriffs nach Brandenburg und Niederschlesien. Die Reichsregierung und der Chef der Heeresleitung General von Seeckt verzichteten auf jede aktive Gegenwehr. Dann, ab dem 9. Mai, schlug die englische, amerikanische und italienische Meinung zugunsten von Deutschland um. Am 10. Mai akzeptierte der Reichstag das Ultimatum Londons.
Am 13. Mai hielt Albions Premier Lloyd George im Unterhaus eine vielbeachtete Rede von der seine zu dieser Zeit Geliebten Frances Stevenson, die später seine zweite Frau werden sollte, in ihr Tagebuch schrieb: Es war eine bemerkenswert fähige Rede. Er war nie in besserer Form. Voller funkelnder Passagen. Und treffender Phrasen. Aber ich fürchte, es wird Ärger geben. Hier Auszüge aus Lord George's Rede. Die Polen seien Einwanderer nach Oberschlesien gewesen, um mit den Bergwerken zu arbeiten. Die britischen und italienischen Kommissare wollten, dass überwiegend polnische Gebiete an Polen gehen, aber in Gebieten, in denen die Städte und Länder zusammen deutsch waren, wollten sie, dass diese Gebiete an Deutschland gehen. Die Polen hätten nun einen Aufstand erhoben und den Versailler Vertrag angefochten. Ohne Polen zu kritisieren, sah der Vertrag dennoch die Charta für Polens Freiheit. Aber die Polen hätten den Krieg nicht gewonnen. Polnische Soldaten, die für die Alliierten, sprich Russland, kämpften, seien wie Vieh vom Feld getrieben, geschlagen, zerschlagen und zerstreut worden. Gleichzeitig aber hätten die österreichischen und preußischen Polen bis zum Ende gekämpft und hätten auf Franzosen, Briten und Italiener geschossen, im Kampf für Polens Freiheit. Die Freiheit Polens gebühre Italien, Großbritannien und Frankreich. Deutschland wäre wieder stark. Ihre fähigen, mutigen und einfallsreichen Leute würden immer mehr zählen. Auch Russland, obwohl jetzt eine zerbrochene Macht, die es aber nicht bleiben würde, weil es unerschöpfliche Ressourcen besaß und von einer sehr tapferen Rasse bevölkert war. Es läge daher im Interesse Polens, den gesamten Vertrag einzuhalten. Großbritannien stünde für Fair Play. Die Alliierten müssten die Ordnung in Oberschlesien wiederherstellen oder den Deutschen erlauben, dies selbst zu tun. Als Antwort auf Lloyd George offene Unterstützung erließ die Reichsregierung am 24. Mai aufgrund des Artikels 48 eine Verordnung, welche die Bildung von Freikorps unter hohe Strafe stellte. Tatsache aber ist, dass in diesen drei Wochen zwischen dem 3. und dem 24. Mai 1921 das Schicksal Gesamtoberschlesiens alleine auf den deutschen Stoßtrupps geruht hatte, die in den von polnischen Insurgenten umlagerten Städten einen unerhört blutigen und opferreichen Kleinkrieg gegen die von allen Seiten vorfühlende polnische Übermacht führten, wobei man der Gerechtigkeit wegen aber auch feststellen muss, dass auch die deutsche Seite mit äußerster Härte gekämpft hatte und, wie ihr Gegner, es an Grausamkeiten nicht hat fehlen lassen. Und die Grenze des Reiches wurde allein gehalten durch den Selbstschutz Oberschlesien, kurz SSOS, der zu Anfang nur bestand aus Flüchtlingen, Schifferknechten, versprengten Polizisten, Schülern, Eisenbahnern und einzelnen Arbeitern und der gegen eine mehr als hundertfache Übermacht kämpfte. Und gerettet wurde Oberschlesien durch die heimlich aus ganz Deutschland zusammengeholten Freikorps, wie hier das hessische Freikorps-Bataillon Wolf. Aber nachdem die Polen, wie gehört, ab dem 3. Mai ganz Oberschlesien rechts der Oder überrannt hatten, machten sie nun den gleichen Fehler, die der Roten Armee Deutschlands während ihres Ruhrkampfes vom 13. März bis 12. April 1920 den Sieg geraubt hatte. Wie an der Ruhr, so zeugte auch die Vorbereitung des Aufstandes von hohem organisatorischem Können. Und wie an der Ruhr, so fehlte auch hier von Anfang an das klare strategische Ziel. Die Polen verstanden nicht, den Erfolg der ersten Stunde auszunutzen. Denn jetzt setzte verstärkt die aus drei Frontabschnitten bestehende deutsche Gegenwehr ein. Die Karte zeigt die blauen deutschen Verbände, dahinter die in Aufstellung begriffenen Grünen, in Gelb die in der polnischen Front beherrschende Höhe St. Annaberg. Weder die Gruppe Süd von der tschechisch-polnischen Grenze bis Krapetz in Blau, noch die schwache und später aufgeteilte Gruppe Mitte beiderseits von Oppeln in Grün oder die Gruppe Nord im Halbkreis um Kreuzburg bis zur polnischen Grenze in Rot konnten an einer Stelle durchstoßen werden. Bei Gogolin am 16. und 17. Mai verloren mehr als 600 Polen ihr Leben. Was immer die Insurgenten unternahmen, an keiner Stelle konnte der hinter der Frontlinie beginnende Freikorpsaufmarsch ernsthaft gestört werden.
Schließlich legten deutsche Eisenbahner, durch bewaffnete Freiwillige unterstützt, vorübergehend den ganzen Nachschub der Korfanty-Armee lahm. Und wenn sich auch nur Gleiwitz gegen die immer wieder von polnischer Seite vorgetragenen Angriffe behaupten konnte, Beuthen und Katowice nur teilweise, so hat gerade diese wenig beachtete und wenig gefeierte Verteidigung der verkehrswichtigen Städte dem polnischen Angriff das Rückgrat gebrochen. Denn die rund 20.000 Polen, die rings der genannten Städte gebunden waren, wären am Annaberg oder vor Oppeln schlachtentscheidend gewesen. Stattdessen verkamen sie langsam wie die Rote Armee an der Ruhr im Stumpfsinn der kreisenden Schnapsflasche und dem abendlichen Besuch von sogenannten Krankenschwestern. In Berlin beließ es die Reichsregierung mit einer halben Duldung und griff im gleichen Augenblick mit Auflösungsbestimmungen ein, wo diese Freikorps zur Offensive ansetzten. Der Kampfwert der oberschlesischen Freikorps war unterschiedlich. Den höchsten Gefechtswert erlangten die Verbände, in denen Arbeiter, Bauern und Studenten neben ehemaligen Offizieren kämpften. Diese Einheiten, zum Beispiel das Freikorps Oberland und die Sturmkompanie des Kapitänleutnants A.D. Manfred von Killinger, bildeten den Kernpunkt der gesamten Freikorpsfront. Die entscheidenden Angriffshandlungen der Freikorps erfolgten meist gegen den Befehl der Mehrbehindertenzentrale. Diese war in Breslau eingerichtet worden, um sie dem Zugriff der interalliierten Kommission zu entziehen. Die Zentrale war das Verbindungsglied zur Reichsregierung und sollte die Selbstschutzverbände mit Waffen, Munition und Verpflegung unterstützen. Auch der Oberbefehlshaber General von Höfer, dessen Tapferkeit völlig außer Frage steht, hatte bis zuletzt weder die neue Form dieses Krieges noch die Notwendigkeit seiner offensiven Führung begriffen. Dafür war die in München gegen die spartakistischen Umtriebe erfolgreich gewesene Einwohnerwehrorganisation unter dem Forstrat Escherich, die sogenannte Orgesch, als vermeintlich organisatorisches Element nach Oberschlesien gekommen und hatte dort in bürokratischer Betriebsamkeit das ganze Hinterland mit einem im luftleeren Raum hängenden Gerüst von Bataillonsstäben aufgefüllt, die im Allgemeinen nur aus einer Anhäufung peinlicher, sich vom Kampf fernhaltender Stellenjäger und ihren Schreibern bestanden. Es war bezeichnend, dass gerade die den Kampf nie gesehenen Offiziere dieser Stäbe, die noch kurz nach dem siegreichen Annabergsturm durch die Freikorps von Gehorsamsverweigerung und putschistischer Meuterei gesprochen hatten, sich bei der 10-jährigen Feier des Annabergsturms 1931 als die wahren Retter Oberschlesiens aufspielten. Durch dieses Nichtbegreifen des modernen Kleinkrieges erlahmte langsam der deutsche Widerstand. Doch in den Freikorps begann es zu rumoren. Sie wussten, dass sie den teilweise dünkelhaften militärischen Vertretern in der Zentrale ein Dorn im Auge waren, die dafür mannigfaltige Gründe fanden. Ihre Fahnen, dem befohlenen Räuberzivil ohne Dienstgradabzeichen, höchstens mit Selbstschutzarmbinde, um Polen nicht den Vorwand zu liefern, es handelte sich um Reichswehrtruppen, der schlechten Bewaffnung, so gab es Züge ohne Gewehre, dafür Prügel und erbeutete Waffen, dem kameradschaftlichen Umgang untereinander ohne Rücksicht auf den Dienstgrad und ihre revolutionären Lieder, um nur einige zu nennen. Die Insurgenten immer direkt vor Augen forderten die Freikorpsführer jetzt selbstständiges Vorgehen gegen die polnischen Aggressionen und brachten ihren Unmut für das dauernde Abwarten auf eine einfache Formel. Entweder mit der Zentrale, ohne die Zentrale und wenn es sein muss, gegen die Zentrale. Daraufhin entschloss sich auch der Führer der Gruppe Süd, General A.D. von Hülsen, die Erlaubnis zu Angriffsunternehmen in begrenztem Rahmen zu erteilen. Dazu zog er seine Führer in Krappitz zusammen. Das Ergebnis dieses Kriegsrates war der Entschluss, den Krappitzer Brückenkopf durch die Wegnahme des Annabergs zu erweitern. Wie auf der Karte ersichtlich, sollten die mit blau gezeigten Freikorpsverbände aus ihren Bereitschaftsstellungen die im Norden mit rot gekennzeichnete polnische Front durchstoßen und dann in einer Umfassungsschlacht klassischen Stils den von mehreren Regimentern verteidigten Annaberg erobern. Davon berichtet das Video Selbstschutz Oberschlesien Teil 2, Sankt Annaberg.
Come a little closer. Yep. Hit. Don't be such a brute. Push your luck. Cool it. What's the hurry? Dodge this! You're getting on my... Yep. Hit. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock.
Also dieser Folge können wir jetzt sagen, braucht das zweiten Siegel oder so. It seems two of the halos have become solid ground. One more and the seals at the top of the tower will be broken. Das dritte machen wir nächstes Mal. Wir versuchen jetzt die aufzuladen. Menschlich sind so. Das ist so, dass man einfach bei anderen weitermachen könnte. Halt an der Aufgabe. Oder an der Aufgabe. Der nächste zum Beispiel. Und nicht, Panik, alles cool ist. Dodge this! Zum Glück. Das ist ein nice Game-Design sozusagen, sag ich jetzt einmal. Freeze!
Time to fight back, I suppose. Okay, also jetzt haben wir mal aufgelevelt, können wir, also wie sind wir denn aufgeladen, dass wir sie eigentlich kennen. Jetzt können wir mal die Folge beenden. Panik, wo der abbleibt. Ich glaube, der wollte uns jetzt die ganze Zeit mit seinem Tornado-Ding belästigen. Schönen Abend.